Von einem unverwechselbaren Design ist die Rede. Und in Berlin soll die It-Bag schon jeder tragen. Nein, sie haben sich nicht verguckt. Niemand Geringeres als die New York Times spricht tatsächlich von diesem Stoffbeutel einer deutschen Buchhandlung. Der Grund, jetzt wird's noch verrückter, Michaela Clemens, die Verfasserin des Artikels, lebt momentan in Berlin und sieht dort laut eigener Aussage überall immer nur diese eine Baumwolltasche. Heiße junge Väter werfen sie über eine Schulter. Ältere deutsche Frauen ziehen ihr Strickzeug raus. Sie wird von 12-Jährigen getragen, von Anzugträgern, Obdachlosen und vielen stylischen Leuten. Die wollten wir natürlich auch sehen und haben uns gestern in Berlin auf die Lauer gelegt. 2 Location-Wechsel und insgesamt 5 Stunden später stellen wir allerdings fest, offensichtlich hat Michaela einen richtig guten Tag erwischt, denn in der Hauptstadt tragen zwar wirklich fast alle irgendeinen Baumwollbeutel, nur den einen tragen sie gestern halt nicht. Schlimmer noch. Von wo ist der denn? Kennt ihr den nicht? Nee. Ich habe ihn bisher noch nirgends gesehen. Und als wir fast schon glauben, Michaela habe vielleicht etwas übertrieben, finden wir doch noch 2 Berlinerinnen. Ich habe den sogar schon zu Hause. Aber ich weiß gar nicht, ich sammle irgendwie Beutel zu Hause, deswegen per Zufall. Meine Mutter hatte den früher. Ich habe ihn nicht zu Hause. Meine Mutter hat den noch, ja. Auch Marketingleiterin Sarah Orlandi bestätigt zeitgleich in München, pro Jahr werden bis zu 120.000 Stück verkauft. Seit Erscheinen des Artikels vor knapp einer Woche rennen die Deutschen der Buchhandlung jetzt sogar die Türen ein. Doch damit nicht genug. Also wir haben Anrufe aus Amerika gehabt, Bestellungen aus Amerika sogar, aus Schweden, aus Großbritannien. Man spürt und sieht den Anstieg der Verkaufszahlen auf jeden Fall richtig, ja. Okay, dann müsste eigentlich jetzt fast schon jeder eine solche Tasche zu Hause haben. Schließlich gibt es sie seit Mitte der 1960er Jahre mit unverändertem Design. Übrigens, wer sich jetzt fragt, was auf der Trendtasche eigentlich genau draufsteht, Achtung! Das Mysterium auch ist diese Fantasieschrift, die ist ineinander geteilt und wurde durchgeschnitten und dann wieder aufeinander gesetzt. Also sie ergibt also auch gar keinen Sinn. Und das ist so ein bisschen, glaube ich, das Besondere und dieser Hype um den Beutel. Und vielleicht liegt es auch am Preis, denn die It-Bag Made in Germany gibt schon für schlappe 1,50 Euro.